Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich hier bei uns in der Bioforschung Austria begrüßen zum Tag der offenen Begrünungswerkstatt im Rahmen des Projekts MIN-NC, Minderung der Stickstoff- und Kohlenstoffemissionen in die Luft und der Auswaschung in tiefere Bodenschichten durch die Optimierung des Begrünungsanbaus im Ackerbau. Das ist der Projekttitel und auch gleichzeitig sozusagen das Arbeitsprogramm des Projekts. Wir haben mehrere Projektpartner in dem Projekt, also wir sind nicht die einzigen. Das Projekt wurde initiiert von 5 Landwirten in 5 verschiedenen Bundesländern in Österreich und wir als Bioforschung kommen dazu als Forschungspartner und dann ist noch dabei der Karl Riedl vom Maschinenring Hollabrunn-Horn mit der Expertise für den Maschineneinsatz. Im Projekt dabei sind auch noch strategische Partner, die kein Budget haben, aber das Projekt unterstützen. Das sind Landwirtschaftskammern, Behörden, Bundesämter, dann einige landwirtschaftliche Fachschulen, die mit ihren Schülern immer kommen und Saatgut- und Maschinenfirmen. Das Projekt wird gefördert vom Bund, Ländern und Europäischer Union im Rahmen des EP Agri-Programms, European Innovation Partnership. Das ist ein Programm, das ganz neu ist. Und das Besondere an diesem Programm ist, dass die Initiative und die Idee für Projekte von Landwirten kommen, aus der landwirtschaftlichen Praxis und dass die Forschungspartner helfen und gemeinsam mit den Landwirten dann Lösungen für diese Probleme erarbeiten. Und das ist etwas, das eine Art und Weise, in der unser Institut eigentlich schon seit mehr als 30 Jahren arbeitet. Also für uns ist das etwas ganz Gewohntes. Was wir jetzt konkret im Projekt machen, ist, wie kann man die Begrünungen in die Hauptkultur Fruchtfolge einpassen? Angepasste Begrünungen, wenn man nachher zum Beispiel einen Starkzehrer anbaut, wie Mais, oder wenn man Leguminosen anbaut, je nach Hauptkultur unterschiedlich. Dann, welchen Anbauzeitpunkt soll man wählen? Welche Artenzusammensetzung der Begrünung ist sinnvoll und auf den einzelnen Standorten bzw. für den einzelnen Anwendungszweck sinnvoll? Wann und wie soll die Begrünung umgebrochen werden? Wie kann man die Intensität und die Tiefe der Durchwurzelung der Begrünungen steigern? Weil die Wurzeln der Begrünungen, die verrotten sehr langsam und die sind das, was langfristig Humus in den Boden bringt, auch in tiefere Bodenschichten. Und das Überziel ist das Abstimmen der Nährstofffreisetzung aus den Begrünungen, aus den abgestorbenen Begrünungen, auf den Bedarf und auf den Zeitpunkt, wo es die Folgekultur braucht. Dadurch ist es möglich, dass einerseits wenig verloren geht, wenig Emissionen es gibt und dass andererseits die möglichst viele Nährstoffe und Kohlenstoff der Folgekultur zur Verfügung steht, sozusagen eine Win-Win-Situation für die Umwelt und für die Landwirtschaft. Und damit schaffen wir die Reduktion der Auswaschungsgefährdung und die Verringerung der gasförmigen Stickstoff- und Kohlenstoffverluste. Im Projekt machen wir 6 praxisgerechte Versuche jedes Jahr auf den verschiedenen Standorten in Österreich. Der Karl Riedl für den Maschinenring ist da für die optimale Maschinenauswahl und Einstellung der Maschinen, weil das ist extrem wichtig bei Begrünungen. Das entscheidet sehr
über den Erfolg und wie viel man von der eingesetzten Arbeit und von dem eingesetzten Saatgut hat. Wir als Bioforschung machen Analysen von der Begrünungsbiomasse und vom Boden, wobei unser Labor da vor den Begrünungsfeldtagen extrem rasch arbeitet. Das ist auch eine Besonderheit. Also wir nehmen die Proben von den Beständen, wie sie am Feld stehen, 2 Wochen vor dem Feldtag und die werden blitzartig aufgearbeitet und analysiert. Und die Ergebnisse sehen Sie dann am Feldtag und können nachher die Begrünungsbestände am Feld ansehen. Wir sehen auch an das Wurzelverhalten der Begrünungen in Zusammenarbeit mit der Frau Dr. Sobotik vom Institut für Wurzelforschung und Stickstoffeffizienz, Humusbilanz, dann weiters Bodenrauigkeit und Bodenbedeckung. Das macht als Subauftrag der Herr Diplom-Ingenieur Handler und sein Team von Josephinum Research. Und die Berechnung von Kosten, Zeit und Arbeitsaufwand macht der Maschinenring Hollerbrunn-Horn. Was ich hier noch übersehen habe, war die Zusammenarbeit mit dem Herrn Dr. Gernot Bodner von der BOKU. Der macht spektralanalytische Wurzeluntersuchungen der Begrünungspflanzen. Und schließlich, also der große Punkt, die Feldtage, wo wir die Ergebnisse, die wir in diesem Projekt haben, erzielen, wieder in die landwirtschaftliche Praxis bringen. Also meine Kollegin, die Dr. Erhard, hat jetzt schon erzählt, dass wir 6 Versuchsstandorte haben. Also das sind diese 5 Versuchslandwirte und Partner. Und wir in Essling haben auch einen Versuch angelegt. Ach so, jetzt kann ich nicht. Kann ich mir leider drucken? Ich stelle Ihnen jetzt den Versuch in Wien vor, wie wir ihn angelegt haben. Und zwar im Handout gibt es auch den Versuchsplan, den könnt ihr dann nachschauen. Also in Essling haben wir 7 Parzellen beprobt. Die ersten 5 sind hier zu finden. Das sind unsere BFA-Mischungen auch, also die Mischungen, die die Bioforschung selbst die Idee gehabt hat für diese Mischungen. Die werden wir draußen dann im Feld auch noch sehen. Und dann haben wir noch beprobt eine Mischung, das ist auch eine BFA-1-Mischung, ist aber getrennt angebaut worden. Also diese 5 sind mit der Parzellensämaschine angebaut worden. Und unser Kollege, der Christoph, hat auch eine Begrünung angebaut. Für einen Versuch, der später ein Maisversuch wird. Also nächstes Jahr kommt der Mais drauf. Genau, das ist die Versuchsanlage in Wien. Zusätzlich haben wir Versuchsschauparzellen angebaut. Das sind quasi die Mischungen, die in die Bundesländer zu finden sind. Das ist eine Auswahl von den Mischungen. Die haben wir da in der Mitte. Wir werden sie dann draußen auch noch besichtigen. Mhm. Dann, was wir auch hier in Essling haben, das ist eine Besonderheit von diesem Standort, ist diese Begrünungsarten, Schaubeete mit verschiedenen Begrünungsarten, einfach um diese Vielfalt an Begrünungsarten darzustellen. Also welche gibt es und dass es nicht nur 4, 5 verschiedene gibt, sondern auch eine Vielzahl. Und das Ziel von diesen Schaubeeten ist auch das CN-Verhältnis, also es werden dann Proben genommen von der oberirdischen und unterirdischen Biomasse und das CN-Verhältnis analysiert. Aber zu dem CN-Verhältnis kommen wir dann später noch. Genau, das ist quasi der Versuch in Wien und dann will ich noch den Versuch in Niederösterreich, in Senning, bei unserem Versuchslandwirt Charlie Strohmeier, also Karl Strohmeier, vorstellen. Nur ganz kurz, das ist diese Anlage, dort sind 11 Parzellen, Entschuldigung, zu 3 verschiedenen Anbauterminen und mit 2 verschiedenen Anbausystemen. Die Ergebnisse dazu wird jetzt gleich die Dr. Erhard vorstellen. Dort sind nicht alle beprobt worden. Warum sehen wir dann später draußen am Feld? Genau, und da sind wir am im Oktober, Anfang Oktober haben wir die Proben genommen, Biomasse, oberirdisch und Bodenproben.
Und ich möchte Ihnen jetzt die Ergebnisse von Biomasse und Boden am Standort Senningheuer vorstellen. Sie sehen hier die Biomasseergebnisse. Das sind Kilogramm pro Hektar Trockenmasse in den verschiedenen Varianten. Und Sie sehen, also diese Ergebnisse sind erzielt worden auf dem etwas feuchteren Feldteil. Und hier sind trotz des sehr trockenen Wetters heuer über 4000 Kilogramm maximal Biomasse erzielt worden. Die höchsten Biomassen finden wir in der Bioforschung 1 Mischung und in den beiden Mischungen, die der Herr Strohmeier mit Sudangras angelegt hat. In der Mischung mit der halben Saatstärke, da sehen wir auch eine sehr gute Entwicklung, mehr Leguminosen durch die geringere Konkurrenz, aber auch einen höheren Unkrautdruck. Und das ist die Begrünungsmischung, die Sie am Standort in Bergau heute sehen werden, die vom Karl Riedl angelegt wurde. Eine sehr leguminosenreiche Mischung, aber zu einem späteren Termin angelegt. Andere Vorfrucht, späterer Termin. Was wir hier auch noch ganz klar erkennen können, ist der Unterschied zwischen dem ersten Anbautermin am 18. Juli und einem Anbautermin 14 Tage später. Hier werden deutlich niedrigere Begrünungsbiomassen erzielt. Die Stickstoffgehalte in den Begrünungsbiomassen sind einerseits ähnlich in der Abfolge wie die Biomassen. Also das ist Gesamtstickstoff in der oberirdischen Biomasse in Kilo pro Hektar. Also das geht rauf bis auf 160 Kilogramm Stickstoff, der da in der oberirdischen Biomasse gespeichert ist. Und einerseits die Varianten mit hohen Biomassen haben auch hohe Gesamtstickstoffgehalte und die Varianten mit den höheren Leguminosenanteilen, da steigt der Gesamtstickstoffgehalt noch einmal deutlich. Sie sehen zum Beispiel die Variante vom Herrn Riedl, die an und für sich keine so hohe Biomasse hatte, aber einen hohen Leguminosenanteil, hier in Blau dargestellt, die bringt mehr als 120 Kilogramm Stickstoff in den Boden ein. Also rein aus der oberirdischen Biomasse jetzt. Gleichzeitig haben wir die Nitratstickstoffgehalte im Boden gemessen. Also das ist Nitratstickstoff im Boden in Kilogramm pro Hektar in 30, 60 und 90 Zentimeter Tiefe. Und Sie sehen, so wie es sich gehört, die Nitratgehalte unter den Begrünungen sind allgemein sehr gering. Man sieht deutlich den Unterschied zwischen dem ersten Anbau, hier ungefähr bei 40 Kilogramm Nitratstickstoff pro Hektar, und dem zweiten Anbau, wo die Pflanzen noch nicht so viel Stickstoff aufgenommen haben. Hier, wie gesagt, andere Vorfrucht, anderer Standort. Und was wir dann gemacht haben mit den oberirdischen Pflanzenbiomassen ist, dass wir das Material aufgetrennt haben nach Leguminosen, Nicht-Leguminosen und Unkraut und von diesen drei Fraktionen einerseits die Masse bestimmt haben, aber dann sie separat analysiert haben auf ihr CN-Verhältnis. Und Sie sehen hier die CN-Verhältnisse von den einzelnen Komponenten in den verschiedenen Varianten. Und was man ganz klar erkennen kann, ist, dass Leguminosen durchwegs die engsten CN-Verhältnisse haben und die Nicht-Leguminosen weitere CN-Verhältnisse. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also da gibt es welche, zum Beispiel hier, das ist eine relativ junge Biomasse, spät angebaut, liegt bei 10 herum, bisschen drüber, und hier die Varianten mit dem Sudangras, deutlich zu sehen, ein sehr weites CN-Verhältnis. Und
Warum ist das jetzt wichtig? Das CN-Verhältnis, das sagt etwas aus oder das charakterisiert, wie schnell ein biologisches Material abgebaut werden kann. Und das heißt, Materialien mit sehr engen CN-Verhältnissen werden relativ rasch abgebaut. Man kann das mit den entsprechenden organischen Düngern in etwa vergleichen. Und Materialien mit sehr weiten CN-Verhältnissen, wie dieses Sudangras, werden langsam abgebaut. Also das zum Beispiel, wenn man jetzt das mit Getreidestroh vergleicht, dass ein Getreidestroh hätte ein CN-Verhältnis von zwischen 80 und 100. Und also diese Materialien werden sehr langsam abgebaut und die Nährstoffe entsprechend langsam freigesetzt. Und wir haben jetzt von verschiedenen Pflanzen, also das ist nur eine Auswahl, wir haben heuer schon an die 30 verschiedene Pflanzenarten, einzelne Arten, in verschiedenen Entwicklungsstadien beprobt, und zwar oberirdische und unterirdische Biomasse. Und Sie sehen hier in grün die oberirdische Biomasse und in braun die unterirdische Biomasse, jeweils die CN-Verhältnisse. Und wir sehen wieder, dass die Leguminosen, Ackerbohne, Sommerwicke sehr enge CN-Verhältnisse haben, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch noch relativ eng. Und dann die verschiedenen Nicht-Leguminosen deutlich weitere CN-Verhältnisse. Der Buchweizen fällt hier auf durch das weiteste CN-Verhältnis. Die Wurzeln haben durchwegs weitere CN-Verhältnisse in der Biomasse. Das heißt, die Wurzeln werden langsamer abgebaut, die Nährstoffe werden langsamer frei, das Wurzelmaterial wird eher zum Dauerhumus, zum langfristig haltbaren. Und dieses Wissen wollen und können wir jetzt benutzen, um mit Hilfe von Begrünungen die Freisetzung der Nährstoffe aus den Begrünungen besser zu steuern, damit sie zielgerichtet der Folgefrucht zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt noch Ergebnisse zu dem Versuch in Niederösterreich am Standort Senning. Das ist ein sehr trockener Standort, der ungefähr auch gleich viel Niederschlag hat wie hier in Wien. Ja, wir haben im letzten Jahr, 2017, mehrere Parzellen angelegt und drei Parzellen jetzt ausgewählt, die wir jetzt kurz präsentieren möchten. Das Charakteristische ist, dass wir zwei verschiedene Anbauzeitpunkte haben, Anfang August und Ende August. Also es liegen ungefähr 4 Wochen dazwischen. Und dann haben wir verschiedene Begrünungsmischungen angebaut. Und zwar haben wir die Mischung BFA1. Genau, also wir haben die Mischung BFA1. Das ist eine sehr leguminosenreiche Mischung, die im Winter abfriert. Und dann haben wir die nächste Mischung, die Mischung BFA3. Die Mischung BFA3 hat keine Leguminosen in der Mischung. Und das Ziel ist auch, dass sie abfrostet. Genau, und dann haben wir noch eine dritte Mischung, eine betriebsübliche Mischung verwendet, die aus sehr vielen Einzelkomponenten besteht, unter anderem auch Leguminosen und auch grobkörniges und feinkörniges Saatgut beinhaltet. Ja, was sind die Ergebnisse daraus? Bitte die nächste Folie. Genau. Also wir haben hier einmal die oberirdische Biomasse und den Stickstoff, der unterirdisch im Boden ist. Die grünen Balken sind die oberirdische Biomasse, und zwar der Stickstoff, der in dieser Biomasse ist. Gemessen wurde das Ganze Anfang März, und da schaut es so aus, dass die BFA1-Mischung, die sehr leguminosenreiche Mischung, schon sehr viel Biomasse bilden konnte. Also das ist die Mischung ganz links. Sie hat sehr viel Biomasse gebildet und auch durch den hohen Leguminosenanteil einen sehr hohen Stickstoffgehalt oberirdisch vorweisen können. Die braunen Balken dazu sind die Nitratwerte, die im Boden gemessen worden sind im März. Da haben wir auch die höchsten Werte.
Und dann haben wir im Vergleich die BFA3-Mischung, das ist die leguminosenfreie Mischung. Die hat sehr viel weniger Stickstoff in der Biomasse und auch sehr viel weniger Stickstoff im Boden. Dann haben wir noch die betriebsübliche Variante in Niederösterreich. Die ist mittelmäßig ausgefallen, hat auch relativ viel Biomasse gebildet und wenig Stickstoff im Boden, wenig frei verfügbaren Stickstoff. Die schwarzen Balken darunter sind die Vergleichswerte vom Herbst des Vorjahres. Also im Oktober wurde so und so viel Stickstoff erreicht. Die Maximalwerte bei der Mischung BFA1 sind bei ungefähr 160 Kilo Stickstoff, gemeinsam in oberirdischer und unterirdischer Stickstoffmasse. Im Vergleich dazu hat die BFA3-Mischung nur ungefähr 70 Kilo Stickstoff erreicht. Genau. Nächste Folie bitte. Dann haben wir uns jetzt auch die Daten von nur im Boden angeschaut. Und zwar haben wir da die Nitratwerte, die im Boden verfügbar waren am 8. März. Da ist die Begrünungsmischung noch gestanden am 8. März. Und das Ergebnis schaut so aus, dass die Mischung BFA1, also die leguminosenreiche, abfrostende Mischung, hat ungefähr 100 Kilo Nitrat im Boden. Der Vergleichswert dazu, der grüne Strich, das ist der Nitratwert vom Herbst, vom Oktober davor. Das heißt, die Mischung BFA1 konnte über den Winter sehr viel Nitrat im Boden anreichern. Das ist zurückzuführen auf den hohen Leguminosenanteil. Die Mischung BFA3 hat ungefähr 40 Kilo Nitrat im Boden. Das ist auch ungefähr der Wert, der im Oktober vorhanden war. Und es gab somit kaum Veränderungen im Nitratgehalt im Boden bei einer leguminosenfreien Begrünungsmischung. Die betriebsübliche Variante, die ganz rechte, die zwei Balken rechts, haben Nitrat über den Winter verloren. Wir haben den grünen Balken mit ungefähr 90 Kilo Nitrat im Boden und im Frühling nur mehr um die 40 Kilo Nitrat. Der große Faktor dabei ist, dass die Mischung später angebaut worden ist. Also ungefähr 3 Wochen später ist die angebaut worden, hatte auch später eine Bodenbearbeitung und somit war mehr Nitrat frei verfügbar im Herbst. Das ist auch der Grund, warum diese Mischung im Herbst am meisten Nitrat hat. Durch diesen späten Anbautermin waren aber auch noch nicht genug Wurzeln vorhanden in der Mischung, die das Nitrat auffangen konnten. Somit ist das Nitrat verloren gegangen über den Winter. Ja, dann haben wir noch pro Mischung 4 verschiedene Balken. Die 4 verschiedenen Balken stehen für das Wintermanagement. Also es wurde ausprobiert, was passiert mit dem Stickstoff im Boden, wenn wir die Mischung über den Winter stehen lassen. Also im Frühling ist dann auch noch oberirdische Biomasse da. Und dann haben wir probiert, was passiert aus, wenn die Mischung gemulcht wird oder gewalzt wird. Dabei sind recht ähnliche Nitratergebnisse erzielt worden. Es ist aber zu erkennen, dass das späte Wintermanagement, also wenn spät gemulcht und spät gewalzt worden ist, dass dann auch mehr Nitrat im Boden angereichert werden konnte. Also die Mischung hat noch länger Zeit zum Wachsen gehabt, wurde dann am Wintermanagement behandelt und konnte so mehr Nitrat im Boden anreichern. Genau, jetzt gehen wir zu einem zweiten Bodenprobenabnahmetermin, und zwar im Mai. Im Mai wurde schon Mais angebaut und die Begrünungsmischung zuvor umgebrochen. Also der Mais wurde vor Mai angebaut. Und im Mai sind Bodenproben genommen worden und hier sieht man einen klaren Unterschied zum März. Also die BFA1 hat zwischen März und Mai Nitrat angereichert im Boden und wir haben jetzt ungefähr 160 Kilo Stickstoff frei verfügbar im Boden für den Mais, bei der Mischung BFA1, bei der leguminosenreichen Mischung. Die Mischung BFA3, die ohne Leguminosen war, konnte um die 100 Kilo Nitrat im Mai erreichen und die betriebsübliche Variante aus Niederösterreich konnte ebenso ungefähr 100 Kilo Nitrat im Mai aufweisen. Genau, die 3 unterschiedlichen Farben an den Balken stehen für die unterschiedlichen Bodentiefen, also es wird immer in 90 cm Bodentiefe beprobt. Der dunkelbraune Balken steht für die ersten 30 cm im Boden, der zweite Balken für 30 bis 60 cm Bodentiefe und der dritte Balken, der steht für 60 bis 90. Das heißt, wir haben keine Auswaschung gegeben in diesem Fall.
Es war ein sehr trockenes Jahr und meistens sieht man es an nassen Standorten mehr, dass eine Stickstoffverlagerung nach unten passiert. Hier ist sehr wenig Nitrat im Unterboden vorhanden und hier braucht man sich keine Angst zu haben, den Stickstoff zu verlieren. Genau, die nächste Folie bitte. Ja, und jetzt haben wir noch einen Vergleich zwischen März und Mai. Und hier kann man ganz klar sehen, die Mischung BFA1 mit vielen Leguminosen konnte viel Nitrat im Boden anreichern. Die Mischung BFA3, die keine Leguminosen beinhaltet hatte, konnte weniger Nitrat in den Boden bringen als die Leguminosenmischung. Und die spät angebaute Mischung konnte Mai wieder aufholen und an die BFA3 herankommen, hat aber Nitrat verloren. Also das Conclusio ist jetzt, dass man möglichst früh Begrünungen anbaut im Sommer, um keinen Stickstoff zu verlieren und um die Pflanzen gut zu etablieren. Und wenn ich eine stickstoffzehrende Nachfrucht haben möchte, dann brauche ich auch viel Leguminosen im Boden. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass wir eine punktgerechte Düngung für die Maispflanzen zur Verfügung stellen können. Dass das Nitrat im Boden dann zur Verfügung steht, wenn es der Mais braucht. Genau, und jetzt die nächste bitte. Man sieht auch im Pflanzenaufwuchs einen Unterschied, und zwar in der Pflanzenhöhe vom Mais. Der wurde Ende Mai gemessen und es sind Unterschiede von ungefähr 15 cm Höhe der Maispflanzen erkennbar. Die Maispflanzen, die niedriger waren, sind auf jenen Parzellen, wo die Begrünung später angebaut wurde. Also ein zeitgerechter Begrünungsanbau im Sommer ist nötig. Ja, und jetzt noch die letzte Folie bitte. Hier haben wir noch ein Foto von den Maispflanzen, wie sie Ende Mai ausgesehen haben. Auf der linken Seite sind Parzellen, wo die Mischung BFA1 die Vorfrucht war. Das ist die leguminosenreiche, abfrostende Begrünungsmischung. Und auf der rechten Seite war die betriebsübliche Variante, die fast 4 Wochen später angebaut worden ist. Hier hat der Mais niedrigere Höhen erreicht. Das ist eine Maisvermehrung, deswegen gibt es Streifen durch den späteren Anbau der zweiten Maissorte. Genau, ja. Also das waren die Ergebnisse von Niederösterreich vom Jahr 2017-18. Mein Name ist Dieter Haas. Ich arbeite seit 9 Jahren bei der Bioforschung Austria. Und früher habe ich in Klagenfurt bei Frau Professor Kutscherer am Pflanzensoziologischen Institut gearbeitet und wir erstellten dort die Wurzelatlasbände. So, und jetzt zeige ich euch, wie man Wurzel freilegt. Es wird Staub. Also Dieter, du musst weiterhin, ja. Aber du erklärst jetzt nur die Stufe tiefer und erklär, was man da jetzt sieht. Vielleicht kann man von, wo willst du ihn hinstellen? Ich weiß nicht, ob es ganz unten gut ist. Ja, so ist es fast. Okay, und von da. Erklär einfach, was wir jetzt da sehen. Ja. Espasette und Kronwicke. Wir sehen hier 2 Wurzelsysteme. Zu rechter Hand das Wurzelsystem der Kronwicke, das sehr tieffreihend ist, bis auf 2,60 Meter runtergeht. Und daneben das Wurzelsystem der Espasette, die wir noch nicht vollständig freigelegt haben. Man kann aber unten im unteren Bereich auch bei diesem Wurzelsystem die feinen Wurzeln sehen, die auch die gleiche Tiefe erreichen. So. Wir sehen hier 2 Wurzelsysteme, zu rechter Hand das Wurzelsystem der Kronwicke, sie reicht bis 2,50 Meter, 2,60 Meter tief in den Boden und daneben das Wurzelsystem der Espasette, die ähnliche Tiefe erreicht, aber nicht so starke Wurzeln entwickelt. Wie Feinwurzeln freilich. Ja, das ist ziemlich ausgedrungen, das ist das Problem, dass ich mich da reinarbeiten müsste, da vielleicht. Kommen Sie da her, da kann man es probieren, dass Sie das abstellen. Das Problem ist, der Boden ist sehr trocken. Fast wie Beton. Und das geht eigentlich nur mit dieser Nadel. Und wir legen diese Wurzeln immer mit Nadeln frei, damit man das auch sehen kann, wie es im Raum angeordnet ist. Würde man das mit Wasser machen, würde man zwar mehr Wurzelmasse erzielen,
Aber man würde nicht sehen, ob die Wurzeln aufwärts wachsen, die Verzweigungen, es wird alles zusammenfallen. Deswegen hat sich diese Freilegung, also die trockene Freilegung, bewährt. Hier sehen Sie den oberirdischen Teil, der ist passiert. Und unser Ziel war, die Wurzel freizulegen. Man fängt immer im Zentrum der Pflanze mit dem Freilegen an. Man sieht hier die bereits freigelegte Pflanze, die Wohlwurzel oder die Pfahlwurzel, die ca. 40 cm recht stark ist, aber dann beginnt sie sich sehr fein zu verzweigen und behält eigentlich die Dicke bis zu einer Tiefe von 2 Meter bei und unten verzweigt sie sich dann wieder weiter fein. Ist das okay? Besser wäre es natürlich mit wirklich Freilegen, aber das ist ja ein Staub einstehen, aber es ist halt schwierig. So, das ist rein zu Zwecken der Fotografie und des Filmens, damit man den Kontrast gegeben hat. Jetzt kommen die Wurzeln besser zur Geltung eigentlich, wenn man das. Hier sehen wir den Oberteil, das oberirdische. Der Espaset. Sie bildet eine recht am Anfang recht kräftige Pfahlwurzel bis 40 cm und dann wird sie recht dünn, aber gleichmäßig bis in eine Tiefe von 2 Meter und dann verzweigt sie sich wieder fein. Während die zweite Pflanze, die Kronwicke, eine ganz starke Pfahlwurzel bildet und die geht eigentlich ohne Feinverzweigungen auf 2 Meter runter und unten verzweigt sie sich ein bisschen. Sieht man hier unten in dem Bereich. Wir sehen hier noch einmal die Pfahlwurzel der Espaset. Sie ist am Anfang ähnlich stark wie die Pfahlwurzel der Kronwicke, aber sie beginnt sich ab einer Tiefe von 40 cm stark zu verzweigen und geht mit recht dünnen Seitenwurzeln und in die Tiefe. Passt das jetzt? Also hier sehen Sie nochmal die Pfahlwurzel der Espaset Onobrychis, die oben recht stark ist, ähnlich stark wie die Wurzel der Kronwicke. Aber sie verzweigt sich dann ab 40 cm recht stark und behält dann eine dünne Wurzelstärke bis ganz tief auf 2,60 m. Während die... Ja, willkommen bei der Bioforschung Austria. Wir haben hier viele Begrünungsversuche angelegt. Und was ist der Hauptgrund für die Begrünung? Wir brauchen für die Bodenorganismen Nahrung, weil wir hier in Ostösterreich viellos wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe haben seit 1977. Und wenn kein Mist auf den Boden kommt, dann brauchen die Bodenorganismen entweder Kompost als Nahrung oder die Wurzeln der Begrünungspflanzen. Und darum haben wir im Rahmen dieses EIP-Projekts MinNC diese Versuche angelegt und heute einen kleinen Feldtag mit besonders interessierten Teilnehmern gemacht. Wir haben da eine Begrünungsmischung mit verschiedenen Begrünungspflanzen, zum Beispiel dem Ölrettich oder auch dem Lein. Das ist ein Öllein und das Ziel dieser Begrünungsmischung ist es, Stickstoff zu speichern und ihn über den Winter zu konservieren, sodass er im nächsten Frühjahr für den Mais, der hier geplant ist, zur Verfügung steht. Wir haben hier einen sehr stickstoffreichen Standort, daher ist es nicht notwendig, Leguminosen in der Fruchtfolge, in der Begrünung in einem hohen Ausmaß zu haben. Darum sehen wir hier nicht Leguminosen. Auch die Sonnenblume zum Beispiel ist wertvoll und sie ist hier schon verholzt. Wir haben sehr viel Lignin eingebaut. Das wird dann im Labor untersucht, wie die Zusammensetzung ist. Das Ziel dieser Begrünung hier ist, Rohstoff für die Humusanreicherung im Boden zu bekommen, CO2 zu binden und einzulagern, nicht in der oberirdischen Biomasse, sondern vor allem im Wurzelsystem. Wir sind jetzt da auf einem Acker vom Stefan Schmid. Und er hat da hier eine Begrünung angebaut, die zwei Ziele hat. Die Bodenstruktur soll repariert werden und es soll eine gute Begrünung für die Kulturpflanze im nächsten Jahr sein. Genau. Stefan, was war da vorher und
Was wird nächstes Jahr angebaut? Vorfrucht war ein tritikaler Bestand. Wir haben vor, nächstes Jahr einen Mais anzubauen. Und die Begrünung hat relativ viele Leguminosenkomponenten, die uns auch an Stickstoff produzieren, den der Mais dann nächstes Jahr gut aufnehmen kann. Es sind, wie man da sieht, Ackerbohnen drinnen. Wir haben auch Blatterbse und Sommerwicke drinnen. Und als Nicht-Leguminosen-Bestandteile ein bisschen Sonnenblume, ein Senf, Phacelia ist drinnen. Rauhafer ist ein bisschen einer drinnen, Lein ist drinnen, Sorghum, genau. Es ist eine relativ artenreiche Mischung. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man einfach viele unterschiedliche Pflanzen haben, die auch in unterschiedlichen Etagen wachsen, die man den Bestand nach oben bringt, streckt und somit auch besser Unkraut unterdrückt. Wann hast du die angebaut? Wir haben angebaut am 20. August. Wir haben davor nach dem Stoppelsturz noch zweimal flach Bodenbearbeitung gemacht. Es war sehr trocken heuer, der Aufgang war schwierig. Wir haben sehr tief anbauen müssen, es hat aber dann zum Glück funktioniert im Aufgang. Wir mussten die Grobleguminosen, die Ackerbohne und die Blatterbse haben wir auf ca. 8-9 cm angebaut. Und wir haben auf unserer Sämaschine einen zweiten Samenstreuer, hinten drauf einen Feinsamenstreuer, der hat dann die kleinsamigen Kulturpflanzen hinten einfach nur mehr ausgestreut. Ja, wenn wir schauen, Knöllchen sind nicht so viele drauf, weil das zweimal Bodenbearbeitung vorher natürlich schon Stickstoff mobilisiert hat. Dafür sind die Sonnenblumen und die Phacelie sehr gut entwickelt, ja, und haben diesen Stickstoff schon aufgenommen. Wie lang lässt du jetzt diese Pflanzen da stehen? Sie werden auf jeden Fall den ganzen Winter über stehen, bis ins Frühjahr hinein. Wann wir genau umbrechen, ist eine Frage vom Frühjahr. Kommt auf die Witterung an, auf die Temperatur. Wir werden die Begrünung im Winter vermutlich walzen, also bodennah bringen, um Ausgasungsverluste zu reduzieren. Wann wir das machen, weiß ich noch nicht genau. Solange es jetzt so warm ist bei uns und er sagt, bis in den Dezember rein Plusgrade an, wird die Begrünung auf jeden Fall stehen, weil sie Biomasse produziert. Die Wicke und die Phacelia haben auch mit minus 1-2 Grad kein Problem. Ja. Dadurch kann es auch sein, dass wir erst im Jänner arbeiten. Und die Sonnenblume wird dann im Dezember aufblühen und am Weihnachtsbaum kannst genau du blühende Sonnenblumen hinstellen. Ja? Oben als Stern dann auf den Christbaum, ja. Das ist Klimaanpassungsstrategie. Im Frühjahr haben wir dann vor, also, dass wir mit ein, zwei Bearbeitungsgängen durchkommen vor dem Maisanbau. Mal sehen, ob uns das gelingt. Das ist nicht immer einfach. Vor allem gegen Wurzelunkräuter ist manchmal ein Problem. Da fahren wir oft lieber einmal mehr, wissend, dass wir dann ein Erosionsproblem bekommen, auch auf diesen leichten Hanglagen und natürlich Stickstoff mobilisieren, der nicht zwingend notwendig ist, das Mobilisieren. Jetzt hast du eigentlich gesagt, es gibt noch ein drittes Ziel für diese Begrünung, nämlich die Unterdrückung des Unkrauts. Genau. Und dadurch, dass sie so schön dicht entwickelt ist, kann sie das sehr gut machen. Das Unkraut hat zu wenig Licht. Ja. Wir haben ganz unten drinnen ein bisschen Unkraut, das hinweist auf die Probleme mit der Bodenstruktur auf diesem Acker. Aber dieses Unkraut kann sich nicht explosionsartig entwickeln, das wird unterdrückt. Ja, dann steht eigentlich einem guten Maisertrag im nächsten Jahr nichts mehr im Wege. Ein bisschen mehr Niederschlag und dann wird es schon werden, ja. Passt. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu? Saatstärke bei Phacelia? Kann ich dir nicht genau sagen. Die kleinen Komponenten waren eine Fertigmischung und da waren, jetzt muss ich selber nachschauen, wir haben von der Mischung, die ich jetzt vorlese, 15 Kilo angebaut. Da waren drinnen Phacelia, Ramptilkraut, Öllein, Rauhafer, Sorghum, Sonnenblume und Safflor. Dass die Phacelia heuer so stark ist, fällt mir auf allen Flächen auch auf, wo wir andere Mischungen verwendet haben. Das passt die heuer einfach. Mir ist sie eigentlich persönlich eh zu dominant heuer, aber in einem anderen Jahr schaut es ganz anders aus. Es sind auch Flecken. Es ist nicht überall so intensiv wie da, es dreht dann wieder. Ein Kilo von der Mischung. 3 Euro, glaube ich, ungefähr. Das ist relativ teuer. Ich könnte es günstiger machen, wenn ich selber mische. Nur ist das doch einiges an Aufwand. Und nach die Zeit mag ich nicht investieren. Da kaufe ich es lieber fertig zu und streue es aus. Auch wenn das ein unnötiger Luxus ist. Das heißt, du investierst viel in die Begrünung, ja, hast aber auch einen hohen Anspruch, dass sie die Leistung bringt. Ja, für uns ist eigentlich eine Zwischenfrucht ist genauso eine eigene Fruchtfolge. Über den ganzen Betrieb mit unterschiedlichen Mischungen, mit unterschiedlichen Aussaatzeitpunkten und der Bodenbearbeitung vorher.
Wir können die Ackerbohnen, die Blatterbs und die Wicke vermehren wir selber. Dadurch habe ich geringere Saatgutkosten. Genau. Ja, du hast auch noch andere Begrünungen. Du hast eine Begrünung gehabt vor Winterweizen, genau. Eine hast vor Zuckerrübe, genau. Und eine vor Kartoffeln. Genau. Dann schauen wir uns noch eine andere an. Gerne. Ackerbohne. Uns fehlen die Niederschläge. Ich kann sie als Hauptkultur nicht mehr gut anbauen. Wir haben Ackerbohnenerträge von 0, ernsthaft 0, bis 2000 Kilo. Und damit ist sie mit der Produktion zu teuer und eigentlich nicht rentabel. Und zukaufen würde ich sie nicht. Und vielleicht zu den... Das ist tschechisch Krachor. Ja. Trockentolerant, genau. Optimale Begrünung vor Kartoffeln. Stefan, welche Bodenbearbeitung möchtest du im Frühjahr machen, beziehungsweise welche wäre möglich auf dem Acker eben vor Mais? Ja, standardmäßig verwenden wir einen Leichtgruber mit Gänsefußscharen. Der hilft mir, alles abzuschneiden, auch Wurzelunkräuter, das ist bei uns sehr wichtig, so flach wie möglich. Das ist aber oft trotzdem, wir reden da, also von 5 cm Minimum, alles andere arbeitet nicht vollflächig. Das ist aber oft bei der ersten Bodenbearbeitung noch immer sehr tief, weil es einfach feucht ist hier oben. Deswegen macht mich das Gänsefußschar nicht glücklich auf Dauer. Wir wollen jetzt ein bisschen was anderes probieren. Wir überlegen, teilweise den Bestand vollflächig fräsen, sehr, sehr flach, wirklich auf 2-3 cm und danach einen leicht groben Strich zu setzen. Oder wir überlegen, Richtung Striptil was auszuprobieren oder Richtung Reinfräse mit einem tiefen Lockerungszinken. Das heißt, es gibt mindestens 5 verschiedene Möglichkeiten, die ist jetzt angerissen hast. Weil eine Möglichkeit wäre am Anfang mit schmalen Scharen, genau. Und dann als zweites mit Gänsefußscharen, genau. Durchzufahren zum Beispiel. Ja. Das heißt, im Prinzip kann man eigentlich alle Maschinen fast verwenden. Ich persönlich mag nur die Scheibenecke zum Beispiel im Frühjahr gar nicht. Sie arbeitet nicht vollflächig. Oder ich müsste sehr tief arbeiten, dass ich vollflächig brechen kann, weil ein Schnitt ist es ja nicht. Und auch diese neueren Modelle, diese X-Cut-Scheiben, die jetzt kommen, haben wir letztes Jahr ausprobiert. Das macht im ersten Moment einen wunderschönen Eindruck. Wenn man dann nachschaut, nach 5-6 Tagen, sieht man, wie überall wieder unbearbeitete Streifen stehen bleiben, wo Wurzelunkräuter stehen bleiben. Und das ist das, was im Frühjahr einfach nicht geht. Das bekomme ich schwerer weg, muss dann extra noch tiefer arbeiten, kostet extra Wasser. Und deswegen fällt bei uns eine Scheibenecke auf jeden Fall aus. Ja, der Vorteil von diesen schneidenden Messerwalzen ist, dass das Material, auch wenn es noch so hoch ist, so zerkleinert wird, dass es beim Hacken anschließend überhaupt kein Problem macht. Und das ist der Vorteil. Und außerdem fährt man schnell damit. Das ist der Vorteil. Ja. Aber ich bin da eher vorsichtig. Ja. Genau. Da bin ich halt eher vorsichtig und ja. Wir werden es sehen. Das heißt, du probierst die vorhandene Technik aus und borgst der Maschinen aus, um genau. Die zukünftige Technik sozusagen genau. Durchzutesten. Wir haben doch einige gute Händler bei uns in der Gegend, wo man Maschinen auch leicht ausborgen kann. Und da bin ich einfach manchmal lästig und schaue, dass ich was bekomme zum Ausprobieren. Das typische Düfteln und Weiterentwickeln des biologischen Landbaus. Wir haben auch schon aus der Not heraus einmal einen Schälpflug im Frühjahr eingesetzt. Das ist zwar alles andere als erosionsreduzierend, aber... Ja, auf flachen Flächen wenn es nicht anders geht, haben wir auch das schon gemacht. Okay.